Buongiorno und herzlich willkommen in Minos Cucina. Wenn ihr sehen wollt, wie ich hier mein Hähnchen-Gyros selbst gemacht habe, dann bleibt doch einfach dran. Moin, buongiorno, da ist er wieder. Ja, Leute, so schnell ist eine Woche rum. Ja, neues Jahr, ihr wisst ja, ne, gute Vorsätze, wir wollen alle abnehmen. Damit es nicht so eintönig wird, muss man sich natürlich was überlegen. Alternativen, man kann ja nicht nur immer Fleisch und Reis essen oder Fisch und Reis. Und da habe ich so ein bisschen rumgeguckt und dachte mir, sowieso schon letzten zwei, drei Tage, ich habe richtig Bock auf Gyros. Da habe ich bei meinem Kumpel David von Beganox Barbecue vor zwei, drei Jahren, glaube ich, schon lange her. Da hat er noch, ich glaube, eines seiner ersten Videos. Da hat der Hähnchen-Gyros gemacht. Das fand ich so geil, dass ich sagte, das machst du nach, weil das passt gerade sehr gut in meinen Diätplan. Da kommen wir mal direkt zu den Zutaten, was wir dafür brauchen. Wir haben hier richtig schöne Hähnchenbrüste, ein bisschen Tafelsalz, Hähnchengewürz, eine Zwiebel, zwei Spitzpaprika und Joghurt mit 0,1% Fett. Ihr könnt natürlich auch einen fettigeren Joghurt nehmen, wenn ihr möchtet, das ist überhaupt kein Problem. Ne? Wir versuchen gerade ein bisschen abzunehmen, deswegen die Fettarme. Als allererstes nehmen wir uns hier die Hähnchenbrüste, die sind natürlich ein bisschen zu dick. Die teilen wir einmal in der Mitte und tun sie einfach dann zur Seite. Ja, das ist mir immer noch ein bisschen zu dick hier, das Stück. Da gehe ich nochmal mit dem Messer durch. Als nächstes nehmen wir uns hier unsere Zwiebel. Die versuchen wir richtig in schöne dünne Scheiben zu schneiden, weil mein Sohn, der heute hinter der Kamera steht, kriegt nämlich sonst die Krise. Er hat eine Phobie gegen Zwiebeln. Ja, so ruhig so dünn wie möglich runterschneiden und auch einfach zum Fleisch geben. Als nächstes nehmen wir unsere Spitzpaprika. Schneiden uns hier auch in schöne dünne Streifen runter. So, Paprika rein. Dann nehmt ihr euch hier euer Gyrosgewürz. Das sind jetzt zwei Esslöffel. Die genauen Mengenangaben findet ihr bei mir wie immer unten in der Videobeschreibung. Und ein bisschen Tafelsalz, wirklich nur eine kleine Prise. Und den Joghurt komplett da rein. Das vermengen wir jetzt alles. Wirklich ruhig mit den Händen, weil so könnt ihr sicher sein, dass überall was ans Fleisch kommt, dass das alles richtig schön vermengt wird. Riecht jetzt schon wunderbar, Leute. Das hier decken wir jetzt ab. Das lassen wir erstmal für zwei Stunden im Kühlschrank ruhen. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, Leute, zwei Stunden sind rum. So sieht es jetzt aus. Der Unterschied zwischen meinem Video und bei David von Beganox Barbecue ist, dass ich es auf dem Smoker mache, nicht im Gasgrill. So haben wir noch ein bisschen Aromen vom Holz, vom Qualm dabei. Wir fangen jetzt an, es zu schichten. Dann nehmen wir uns einfach hier unser Fleisch und schichten das einfach hier in unser Deckelhalter vom schwedischen Möbelhaus. Der Deckelhalter, der wird ja mittlerweile für alles benutzt. Ne? Ich hätte es auch auf dem Spieß machen können. Ich habe ja für meinen Grill einen Spieß, aber nö, ich wollte es diesmal mal so machen. Mal was anderes. Und ich hatte mal wieder Bock, einen Smoker anzuschmeißen. So, das war's jetzt. Das stellen wir jetzt auf den Grill, beziehungsweise auf den Smoker. Wir müssen am Ende bei einer Kerntemperatur von 75 Grad ankommen. Ich stecke einen Thermometer in die Mitte rein. Ich denke mal, ja, gute zweieinhalb Stunden wird es brauchen. Ich nehme euch ab und zu immer wieder dazu. Schauen wir mal rein. Bis gleich, Freunde. So, Freunde, die erste Stunde ist rum. Wir gucken mal, was die Kerntemperatur so macht. Wir sind bei 61 Grad. Meint ihr, wir sollen mal drunter gucken? Ja, wir gucken mal eben schnell drunter. Es riecht hier wunderbar. Ui, das sieht gut aus. Schaut es euch an. Das sieht gut aus. Schnell wieder die Klappe zu. Jetzt verlieren wir zu viel Hitze. Ich denke, ja, noch eine Stunde. Dann ist es fertig. Also, bis gleich. Ja, Leute, nach exakt zwei Stunden ist
die Kerntemperatur von 75 Grad erreicht. Hier draußen hier riecht es, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Wir holen das Ding jetzt mal raus, stellen es hier hin und ihr guckt es euch an. Ja, Freunde, wir werden uns jetzt hier einfach was runterschneiden, wie so ein Gyros halt ist. Und dann ist probieren angesagt, ne? So. Hier haben wir ein schönes Stück, was kross von außen ist. Mhm. Von außen kross und von innen wunderbar zart. Freunde, am Ende des Videos bleibt mir wie immer nur zu sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich mega darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Schreibt mir in die Kommentare, habt ihr das schon mal selber gemacht. Also das ist mir wirklich eine geile Alternative, wenn man jetzt gerade wirklich sagt, ich will mal ein bisschen auf meine Figur achten, ein bisschen wieder abnehmen, 2-3 Kilo runterkriegen, ist das top. Geschmacklich, bin ich ehrlich, ist es nicht das gleiche wie ein Gyros außer bei meinem Griechen meines Vertrauens hier unten bei mir in der Stadt. Auf gar keinen Fall. Aber eine geile Alternative. Ja? Hier oben lasse ich euch mal meinen... Was? Döner. Ja, meinen Pfannendöner lasse ich euch hier oben mal. Hier unten könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan habt. Ich sage es immer wieder, teilen, liken, abonnieren, macht euch die Glocke an, so werdet ihr immer informiert, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Das hier ziehe ich mir jetzt rein. Drinnen warten die jungen Ringmäuler. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao.